Wir haben vorhin schon ein bisschen in der Stadt ein bisschen umgebaut, ein paar Wege mal wieder verschönert. Melvia hat auch Kleinere sein. Schönheitskorrekturen. Genau, die kommen im Alter ja so. Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft City. Mavia ist auch irgendwo auf dem Server. Hallo? Hallihallo. Der baut aber an einer anderen Stelle. Ich will jetzt hier. Und da ist er ja schon. Gerade habe ich gesagt, der ist nicht da. Ich will hier jetzt mal die Optik vom. Klappt das ja. Vom Fachwerkhaus an die Bank noch ranbringen. Hatte ich ja gesagt, dass ich das machen will. Damit es noch ein bisschen mehr Details bekommt. Ich bin noch am Überlegen, da unten werde ich wohl noch irgendwas rummachen müssen, damit die Pfeiler hier nicht in der Luft stehen. Machen wir hier oder innen oder außen? Innen oder außen? Machen wir innen. Ne, außen. Und ja, wir haben vorhin schon ein bisschen in der Stadt ein bisschen umgebaut, ein paar Wege mal wieder verschönert. Melvia hat auch Kleinere sein. Schönheitskorrekturen. Genau, die kommen im Alter ja so. Melvia hat an Muss man seinem. sich drum kümmern, ansonsten sieht es hinterher unschön aus. An seinem Vorratshaus noch gebaut. Das allgemeine Lager. Genau, das allgemeine Lager. Also nur für Rohstoffe, dass das klar ist. Genau. Für jedermann. Na toll. Ist mir da ein Baumteil runtergefallen. Es geht relativ flott hier voran. Ich weiß noch nicht, wie weit ich komme, aber ich gebe mir Mühe, dass ich weit komme. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe nur 10 FPS, 12, 15. Weiß gar nicht, woran das liegt. Man merkt es hier auch, Ich habe dass hier es. gerade 2017. Also jetzt im Aufnahmeprogramm habe ich das. Ja, dein Aufnahmeprogramm regelt die FPS normalerweise sowieso automatisch ein bisschen runter, wie auch immer. Aber selbst ich habe momentan nur 18 FPS hier in der Stadt. Das sollten eigentlich 30 oder 40 sein. Ja, normal ist es bei mir immer recht gut. Spreche mal wieder viel zu wenig, weil ich mich viel zu sehr konzentrieren muss, dass ich mich nicht wieder tausendmal verklick. Ja, aber ich komme voran. Das ist die Hauptsache. Jo. Wann baust denn du bei deinem ja, Tempel weiter. Immer wenn ich gucke, Da muss denke ich mal ich, ach gucken. Ich habe Mann, mich immer noch immer nicht. irgendwie von anderen Sachen ablenken lassen. Ich habe wochenlang mich nur mit Bienen beschäftigt. Jetzt bin ich mit Bäumen zu Rande. Farmcraft habe ich durch. Blood Magic bin ich quasi durch. Ich weiß nicht, ob das Prokrastination ist oder einfach nur Interesse an den Mods. Mal gucken. Ich versuche die nächste Zeit mal weiterzuarbeiten. Ja, wäre gut.
weil sieht im Allgemeinen sehr schick aus. Und wäre ja schade, wenn das irgendwie hängen bleibt. Ich werde es versuchen. Es ist halt eine Menge Viertelarbeit teilweise. Aber Ja. es soll ja, der Teil, der noch fehlt, soll ja meine eigentliche Basis darstellen. Das habe ich ja momentan alles vorne bzw. nebendran. Das ist auch noch ein bisschen unschön, aber ja, Das müsste ist ich langsam richtig. wirklich mal. Ja, da habe ich ein bisschen Glück, dass ich noch gar nicht so viel Basis eigentlich. Ah, jetzt habe ich mich das erste Mal verklickt. Oder das zweite Mal. Haha. Ich habe doch gesagt, sobald ich viel spreche, dann passiert das. Ich habe ja noch gar nicht so Darauf viel haben alle nur Basis gewartet. eigentlich. Wie bitte? Darauf haben alle nur gewartet, dass du dich verklickst. Aber du hast doch immerhin hier schon drei Häuser. Einen mit Untergrundreaktor. Ja, Hast im stimmt. Prinzip schon viel mehr Basis als ich. Ich habe ja nur Front vor der Basis, die noch gar nicht existiert. Aber Technik oder so habe ich ja gar nicht. Oder so gut wie nicht. Also gar nicht, stimmt ja auch nicht. Ich glaube, das lasse ich schon so. Willst du dir mal Zeig angucken? mal. Also die Der ist schon Stirnseite da. vom Marktplatz her. Ja, hübsch. Ich glaube, wenn ich in der Mitte bei dem Türmchen da das noch machen würde, dann wäre es wahrscheinlich zu viel. Ich bin mir hier nur mit dem Farbkontrast mit den beiden Hölzern nicht so ganz sicher. Also es liegt halt daran, dass ich kein Modpack habe. Das sieht bei dir eventuell anders aus. Ja, bei John Smith ist es ein bisschen dunkler, das andere. Das sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Das 4 sieht halt so ein bisschen gräulich aus und das Oak ist bei mir halt normal ein bisschen bräunlicher und so bräunlich auf grau ist halt. Ich guck mal gerade, wie das bei dir aussieht. Machen wir John Smith gerade mal raus. Jetzt hängt es ein bisschen. Hallo? Jetzt. Ja, sieht. Ja, bei mir ist es ein bisschen schöner. Oh, ich weiß gar nicht. Das ist immer eine ganz andere Sicht, mal die ganzen Gebäude in Vanilla zu sehen. Also mal. Ja, dein Texturpark ist ein bisschen poppig, farbiger. Ja, und halt auch für die, gerade fürs Bauen gedacht. Ja. Also ich muss sagen, John Smith gefällt mir besser. Ja, klar, Texturpackages im Normalfall. Ich würde eigentlich auch gern, das ich immer benutze oder benutzen will, ist das Faithful. Glaube ich. Ja, Faithful. Das sieht auch relativ gut aus. Auch so ein Oh. bisschen. Oh, jetzt bist du weg. Ja, ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich das Texture Pack wieder ändern. Und dabei falsch geklickt. Bye. See you. Ja. Oh, das Login. Der Login dauert immer so lang. Kann ich was trinken? Oh, Da ist er ja wunderbar. wieder. Hi! Hi, hi. Escape. Optionen. Nicht disconnect. Und John Smith, dann. Gut. Ja, ich hätte auch gern noch ein bisschen, noch ein schöneres Texture Pack. Oder ich wollte ja zuletzt, bevor ich meinen hier Absturz vom PC hatte, wollte ich ja eigentlich ein Ding drauf machen. Wie heißt's? Ja, sag's. Nein, wieder verklickt. Das mit den Schatten und so. Optifine wollte ich mal wieder drauf machen. Ich hatte das ja irgendwann mal auf irgendwas drauf. Aber ich weiß nicht mehr. Optifine. Ich weiß nicht mehr, wie das genau ging. Und ich bin wohl ein bisschen zu blöd dafür, sonst hätte ich das zuletzt meinen Rechner nicht geschrottet.
Ich meine mal gehört zu haben, dass Optifine mit den moderneren Modded-Versionen nicht so unbedingt kompatibel ist. Da wäre ich vorsichtig. Okay. Muss mal rumprobieren. Deswegen, das Optifine ist schon seit Jahren irgendwie kein Thema mehr. Das haben wir am Anfang irgendwie benutzt. Das war dann immer der Geheimtipp, aber mittlerweile ist, habe ich schon ewig nichts mehr von Optifine gehört, außer mal so nebenbei, dass das nicht so prickelnd laufen soll mit verschiedenen Mods oder irgendwas. Kann man Shader auch einfach so drauf machen? Weil Shader wären cool. Das dürfte relativ problemlos sein, ja. Aber ich dachte, dafür brauchen wir Optifine. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Wir sind voll die Noobs eigentlich. Haben keine Ahnung. Nur die Ahnung von den Sachen, die wir auch selber machen, das ist irgendwie ganz natürlich. Ja, bauen können wir so halbwegs. Aber auch nur so ein halbwegs. In der Tat. Aber wenn du Shader willst, es gibt ja die Secret-Einstellung in den Optionen, die kannst du ja mal einstellen. Und dann? Da werden verschiedene Shader aktiviert. Die Okay. sind mit Minecraft inklusive seit ein oder zwei Versionen. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Heißt auch, ich glaube wirklich Secret. Muss gerade mal gucken. Ich beeile mich gerade ein bisschen. Ich hoffe, ihr merkt es auch, dass ich hier zack, 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 zack baue. Ach nee. Sind wieder die kleinen Dinger alle. Weil ich möchte es jetzt voll fertig bauen. Und dann nicht so lang rumsitzen. Nein, verklickt. Wollte ich mich kurz in den Einstellungen umsehen, bin dann in die Resource Packs gekommen, wollte schnell nochmal raus und was war? Jetzt hat er mich trotzdem eine Minute lang warten lassen. Es braucht manchmal extrem lang, finde ich. Naja, er hat da wahrscheinlich sämtliche Texturen nochmal durchgeguckt, obwohl überhaupt nichts passiert ist. Bisschen ungünstig. So, das haben wir. Jetzt fliege ich noch mal kurz rüber mit meinem coolen Angel, mit meinem Angel-Ring da. Muss ich mich ja nicht mehr morphen. Das ist wirklich sehr vorteilhaft. Und da Habe bist ich du auch auch. keine Bedürfnis mehr auf die Fledermaus, die da überall rumfliegt, draufzuhauen. Stone. Ja, da müssen wir uns ein Boah, paar jetzt habe ich machen. aus Versehen einen Shader aktiviert. Das ist jetzt ungünstig. Jetzt sieht alles ein bisschen oldschool aus. So. Achso, eine Säge brauchen wir. Oh, ich weiß gar nicht. Ich bin bestimmt schon wieder über die Aufnahmezeit. Ich krieg's einfach nicht gebacken. So. Die Zuschauer werden es dir verzeihen, garantiert. Nee, ich hoff's mal. Als Zuschauer freut man sich immer, wenn die Folge eigentlich länger dauert, als eigentlich angesetzt ist. Das kenne ich. Nee, ich hoffe, dass das die Zuschauer bei mir auch so sehen. Nicht, dass sie sagen, Garantiert. ach nee, noch mehr so ein Scheiß. Oh, machen wir was anderes. Bringen wir was anderes. Das könnte ja sein. Ja, du musst das ja so sehen, wenn die Leute was anderes sehen wollten, dann würden sie sich was anderes anschauen. Ja, Das heißt, stimmt wer bei auch dir auf wieder. dem Kanal landet, der will auch dich sehen. Deswegen wird er dann auch nichts dagegen haben, wenn mal ein oder zwei oder fünf oder 10 oder 15 Minuten länger geht, die Folge. Ja, also ist es halt einfach so, beim Bauen da, man will ja auch nicht mittendrin aufhören. Also ist ja irgendwo doof, wenn ich anfange zu bauen und dann höre ich mittendrin auf und cutte die Folge und dann ist es nicht fertig. Also das würde mir selber, wenn ich ein Video schaue, nicht gefallen.
Deshalb möchte ich da eben auch immer den Baufortschritt abschließen. Nein, jetzt habe ich mich zweimal nacheinander verklickt. Du wirst besser, ich merk's. Ja, mit dem Verklicken werde ich besser. Ja, eben, das nächste Mal sind es schon 3 Klicks. Ne, ich bin gleich einmal rum. An der Rückseite hattest du keine Fenster eingebaut, oder? Habe ich noch gar nicht geguckt. Nein. Dann kann ich da auch eigentlich gar kein Fachwerk anbringen. Da ist ja eh nur Berg. Jo. Die 2 Büros unten haben einen Blick in den Garten, aber alle anderen können die Wand anstarren. Das ist vollkommen in Ordnung so. Ja, muss ja nicht jeder hier guten Blick haben. Ja, eben. Vorne machen wir das nicht so, sondern nur an den Seiten noch. Also vor allem mit den Microblocks ist immer so ein bisschen kritisch mit dem Verklicken. Aber ich bin der Meinung, dass ja, ich das relativ Kunst für sich gut hinkriege. Nein, jetzt schon wieder verklickt. Aber das waren jetzt vielleicht 7 Mal verklickt insgesamt in der Folge. Das ist eigentlich in Ordnung. Ja, guter Schnitt. So, weil das war jetzt auch schon der letzte Block, den ich gesetzt habe. Willst du dir mal angucken? Ja, sicher, Moment. Ich eile. Ich finde, es sieht gut aus. Vielleicht setze ich da noch so einen Viertelblock hin. Da und da. Ja, also mir gefällt's. Ja, kann sich sehen lassen. Ich meine, es ist im Grunde immer dasselbe Prinzip wie bei der Bibliothek oder bei Nick Rains Häusern. Aber es sieht einfach cool aus. Absolut, kann man nur unterschreiben. Gut, das war es nämlich dann auch von der heutigen Folge Minecraft City. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für deine Gesellschaft. Bis zum nächsten Mal. Sicher noch. Ciao, Minecraft. Bye.